27 auf dem Balkonkappe. Na, geht spitzenmäßig, kostet alle vier Strichel und von vier. Ist es die normale TV27, die alte, oder ist es die neue TV27S? Was ist denn das für eine? Nein, das ist die alte TV27, die halb gewendelte, was auch mal ein bisschen gewendelt ist. Aber ich habe eine doppelt gewendelte, habe ich auch noch, aber die muss ich jetzt herrichten. Und wie gesagt, das ist die normale TV27, was von, weiß nicht, 20 Gramm da verkauft worden ist. Aha, weil die habe ich gar nicht. Ich habe nur so eine Long Charlie, glaube ich. Die heißt irgendwie TV27L wie Long Charlie. Die hat da Mittelspulen. Ich bilde mir ein, dass das die ist. Die habe ich einmal als Lagerbestand gekauft von irgendeinem Händler, aber ich weiß nicht mehr von welchem. Und ja, die ist fürs Fahrrad, habe ich mir gedacht, aber die ist ein bisschen zu lang. Gell? Also die ist, ich schätze einmal, so 1,60 oder 1,70, aber die ist ein bisschen zu lang. Oh, da geht der Wind, ich muss aufpassen, dass man da nicht runterhaut erst von dem, von der Brüstung da. Ja, die Fischhaarenk habe ich nicht mit, aber so was der meine blauen Gummispanner hätte ich mit, also ja. Aber ich stehe da eh Gott sei Dank ein bisschen hinter den Kran da, also es geht, aber. Es ist schon Windigkeit, gell? Ist bei dir am Balkon, merkst du nichts, müsstest du ja auch ordentlich blasen, oder? Zu dir wieder. Nein, negativ, bei mir geht es auch Wind, also bei mir geht es schon Wind, nicht? Da kommt ja von der anderen Seite, da kommt ja mit der Richtung, von der Seite, wo es offen ist, sondern von der anderen Seite, und deswegen bin ich da eigentlich relativ windgeschützt. Alles klar, na, du hast ja das ganze Haus hinter dir, nicht? Von mir kommt da frontal von vorn, ich habe zwar auch ein Haus hinter mir, und zwar sogar ein hohes, gell? Aber das schirmt nicht wirklich ab, gell? Aber es ist phasenweise fast windstill, dann bläst es wieder ordentlich. Also jetzt momentan dürfen wahrscheinlich keine Windgeräusche hören, gell? Obwohl jetzt kommt da wieder auf, der Wind. Schauen wir mal. Jetzt ist es optimal. Jetzt hat das ganze Pipi für dich. Ja, und das ist mein Lafayette Urano wieder. Und das, weißt du, wo du immer sagst, das ist die beste Modulation von allen Handgurten. Also die Lafayette Urano, die kann man wirklich empfehlen, gibt es leider nicht mehr, aber es gibt ja irgendwelche von KPO baugleiche und von BNI das HP72, glaube ich. Schaut baugleich aus, ob es von der Mod her gleich gut ist, weiß ich nicht. Aber du sagst da klingt am natürlichsten, ist das richtig? Ja, das ist wirklich die Originalmoderation, wenn ich mit dir rechnen würde, visuell oder irgendwo am Telefon, ja. Ist Originalmod, die Arbeiten sind alle, wie sie sagen. Entweder du hast die Nase zu oder ja, ja. Ist total heftig, der Motor ist ja besser, aber die ist richtig geschickt durchmoduliert, so wie die 82 an der Physik, nicht? Ja. Also ja. Die 82, Rapid 82 geht auch so halbwegs, nicht? Aber die darf man jetzt, was du hast, ich muss sagen, die ist optimal, also die passt. Ja, deine hört sich aber auch gut an, also da gibt es auch nichts aus zum Setzen, gell? Für Handgurten klingt deine auch gut. Ah, jetzt fängt es wieder zum Blasen an, das ist ein Wahnsinn, also das ist unglaublich, gell? Badezeug habe ich mit, weißt du, heute ist ja der letzte schöne Tag angeblich vom Jahr. Und dann, jetzt fängt es an, da muss ich mir irgendwo ein bisschen hintere retten. Da ist der letzte Badetag, da werden wir uns in die alte Donau schmeißen, gell? Weil dann ist es ja vorbei, gell? Dann geht es ja gleich rapide um 20 Grad oben, wo ich gehört. Ja, nicht gehört, dann lasse ich gleich 21 Grad den ganzen Tag. Ja, na, dann geht es ein bisschen runter schwimmen, wie gesagt, okay. Wie gesagt, die liegt ja hier gemütlich auf dem Balkon da draußen mit der Hauptkörperkappe da und der TV27 am Balkon. Super, geht das. Das wie gesagt, mit einem großen Fuß, nicht mit einem kleinen Fuß, sondern das ist, glaube ich, ein 16er, 17er oder 19er Fuß. Also, ich glaube, jetzt wäre ein Moment, als ich so gesehen habe, glaube ich, 1,2 bis 1,3, aber es geht eben noch frei, du musst eigentlich sagen. Gut, also dann, ja. Spaß noch. Danke. Danke, Werner. Danke, Werner. Vielen Dank für das nette kurze Kuh. So. Vielleicht melde ich mich nach dem Boden. Gell? Jetzt schmeißen wir uns dann einmal in die Fluten und dann ja, werde ich mich von der alten Donau melden. Werden wir schauen, ob ich mit der Handgurten durchkomme. Wahrscheinlich nicht, aber probieren geht über Studieren. Gell? Also dann viel Spaß noch am Balkon. Gell? Genieß den letzten Sommertag noch und Montag ist eh vorbei. Gell? Studieren noch einmal kurz und dann lassen wir es gut sein. So. Ja, wo ich die Impulse habe, wenn 73 Grüße passt, dann schauen wir den Hintergrund und schönes Tag einmal. Dankeschön. Danke, Werner. Ciao, ciao, bitte. So, also ihr seht, das geht da spitzenmäßig mit der von mir abgestimmten Albrecht Highflex
CL27 TNC. Gell, jetzt gehen wir da ein bisschen windgeschützt. TNC-Antenne. Ich werde es dann noch verlinken. Gell. Und ja, da sind wir Copacabana. Und momentan menschenleer, aber da geht überall der Wind, das ist unglaublich. Vielleicht kann ich da rüber gehen ein bisschen. Schauen wir da einmal. Da ist vielleicht ein bisschen windstiller. Ja, das ist die Lafayette Orana, das ist ein Spitzengerät an sich. Und Baugleiche, weiß ich nicht, ob die so gut sind, aber müssten wir einmal die anderen fragen. Gell? Gut, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, das ist einer der wenigen Antennen, die ausnahmsweise zu lang war. Bis jetzt sind immer alle zu kurz. Das Verlängern ist immer mühsamer als das Kürzen. Ja, weil das Kürzen geht relativ einfach mit der sauscharfen, ja, die ist wirklich sauscharfen Schere oder Quarkskabelschere von Siva. Ja, gibt es bei Bonito. Bonito Hamradio kostet 15 Euro und mit der da zwickt man alles durch. Aufpassen, dass man sich nicht den Finger anzwickt, weil der ist gleich weg. Aber so eine Kunststoffantenne ist vorne anzwickt wie Butter. Gell, die ist sau scharf und laut Bonito hat ja eine enorme Standzeit. Also da kann man hunderte Kabeln durchzwicken, bevor es stumpf wird angeblich. Gell, also die ist wirklich empfehlenswert für Leute, die viel Quarkskabel basteln. Ist die Schere von Siva auf jeden Fall das Geld wert. Gell? Gut, gesagt, die letzte oder die erste Antenne, die ich kürzen musste und nicht verlängern. Jetzt liegt super auf der Frequenz und das Gute ist, ja, ihr seht da hinten die Kontakte, da, die haben mich bis jetzt immer gebissen. Die haben mich bis jetzt immer HF-mäßig gebissen, also das waren so feine Nadelstiche, ja, mit der Original-Gummiwurst, obwohl die ist auch nicht so schlecht, aber das gehört jetzt der Vergangenheit ab. Das heißt, die HF geht da wirklich schön raus. Ja, und man merkt es natürlich, gell? Man merkt es, dass das jetzt gleich was anderes ist. Gut, dann sage ich besten Dank fürs Zuschauen, werde einmal hochladen, Spitzengerät, ja, und schaut, vielleicht kriegt ihr so ein Lafayette Orana und ich habe die von Bensons Funktechnik seinerzeit und der hat mir die noch ein bisschen, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ein bisschen modifiziert, beziehungsweise punkto Modulation ein bisschen optimiert, also die geht jetzt spitzenmäßig. Gell? Also dann, danke fürs Zuschauen. Ja, am Apparat war meine Geringfügigkeit wieder die Vespa 300. Ja, viert euch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.